Die einen lieben Verkaufen, verdienen viel. Die anderen finden Verkaufen scheiße, verdienen vielleicht trotzdem auch ein bisschen was. Wie viele von euch hier im Raum haben denn noch etwas Ängste mit dem Verkaufen? Die heben mal die Hand. Danke, dass ihr da seid. Und danke, dass ihr auch gerade ehrlich wart. Denn meine Mission ist es, euch in den nächsten 20, 25 Minuten nicht nur zu zeigen, sondern wirklich spüren zu lassen, dass Verkaufen einfach Spaß machen kann. Dass Verkaufen etwas mit Freude, mit Spaß ist, wenn du es dir erlaubst. Und ich habe für euch heute drei Erfolgsschlüssel mitgebracht, die ich euch nach und nach in kleinen Geschichten aus meinem Verkaufsleben erzählen möchte. Wie viele von euch lieben denn Geschichten? Die heben mal die Hand. Und wie viele von euch wünschen sich wirklich mehr Kunden? Die rufen mal mehr Kunden. Und wie viele von euch wollen auch mehr Einnahmen, mehr Geld, mehr Money, mehr Kaching? Die rufen mal mehr Geld. Genau, denn es geht ums Geld und Geld ist pure Freiheit. Mit Geld kannst du alles kaufen. Du hast keine Probleme mehr. Du kannst dir für alle Probleme eine Lösung kaufen. Und deswegen ist es mein Anliegen, dass hier keiner mehr rausgeht mit dieser Scheißangst vorm Verkauf. Und dafür erzähle ich euch als erstes meine Geschichte, wie ich mich ins Verkaufen verliebte. Stellt euch einmal vor, ein kleines 9-jähriges Mädchen sitzt in der 3. Klasse im Heimatkundeunterricht an der 1. Reihe. Und vor dem Mädchen diese riesen Landkarte mit der Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Links und rechts die Nachbarländer waren komplett grau. Da war nicht mal eine Stadt mit Namen oder ein Fluss, das war einfach grau. Und so war dieses Leben für dieses Mädchen auch total trostlos und grau. Doch plötzlich, als die Mauer fiel, die Mauer war weg, die war was? Die war weg, die war einfach weg. Da saß dieses kleine 11-jährige Mädchen im braunen Wartburg und fuhr das erste Mal über die Grenze. Das fuhr über die Grenze und stand zum ersten Mal in einem großen Supermarkt, dieses kleine Mädchen, vor diesen großen Regalen voller Schokolade. Und da gab es Schokolade mit Nüssen, mit Marzipan, mit Smarties, mit Knistereffekt. Das war alles neu, neu, neu. Das war was? Das war neu. Das waren neue Angebote. Und immer, wenn dieses Mädchen nach der Schule nach Hause kam, setzte es sich als erstes in diesen braunen Sessel vor den neuen großen Farbfernseher mit der neuen Fernbedienung und Schokolade. Und es zog dieses Mädchen so richtig rein in diesen Fernseher, aber es interessierte nur Fernsehwerbung. Denn das war das Tor zu einer neuen, bunten Welt. Neue Süßigkeiten, neue Städte, neue Länder, alles neu, neu, neu. Und dieses Mädchen interessierte sich nur für die Werbung. Klar hat es auch festgestellt, dass manche Werbung nutzlos war, sinnlos, manipulativ. Aber da waren doch schon auch ein paar nützliche Sachen dabei. Irgendwann Berufswahl. Aus diesem Mädchen, es studierte Tourismuswirtschaft, wurde in Berlin eine Marketing- und Verkaufsleiterin in einem 5-Sterne-Hotel. Das war ich. Ich stand da also Montag bis Freitag in einem Hotel am Kudamm. Und ich traf durch diese Arbeit Minister, Botschafter, Rockstars, Künstler, Vorstände, Geschäftsführer, lauter interessante Menschen. Und ich fragte sie alle immer eine Frage. Wollt ihr wissen, was ich sie alle fragte? Ich fragte immer, wie sind Sie so erfolgreich geworden, dass Sie hier Gast sind und ich hier arbeiten muss? Und sie erzählten mir alle ungefähr in etwa, dass es ging um das Thema, du musst überzeugend sein. Du musst anderen
irgendwie mitnehmen können, dass sie dir überhaupt zuhören wollen. Du musst überzeugend sein. Und so verliebte ich mich ins Verkaufen, zuerst als kleines Mädchen und dann später auch bei mir in der Festanstellung. Und jetzt kommt der erste, wichtigste Schlüssel. Ich glaube, jetzt ist genau die Zeit für den ersten wichtigen Erfolgsschlüssel. Es ist etwas, was ihr alle schon habt. Es ist nichts Neues. Ich erzähle euch hier nichts Neues. Ihr habt es alles bereits in euch. Aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere wieder daran. Dazu eine Geschichte. Habt ihr Lust auf noch eine Geschichte? Super, es war 2001 im Crown Plaza Hotel in Berlin. Plötzlich platzte die Hoteldirektorin in das Verkaufsmeeting. Die Hoteldirektorin, die normalerweise nur mit dem Hoteldirektor sprach, aber nie mit uns fünf Salesmanagern. Und sie platzte in das Meeting und sagte: Leute, ihr müsst diese Woche alles tun, was in eurer Macht steht, um den Oktober zu retten. Gestern haben zwei Firmen ihren riesen Veranstaltungskontingent abgesagt. Der Oktober sieht so schlecht aus, dass es uns nicht einmal erlaubt, die Löhne und Gehälter zu bezahlen. Ich fühlte auf einmal diese Verantwortung, die ich mit 22 Jahren hatte, im Vertrieb, im Verkauf. Und ich setzte mich hin, suchte meine 10 besten Kundenkontakte raus, Firmenkontakte, und ich sagte mal einen Satz. Wollt ihr wissen, welchen Satz ich sagte? Ich fing immer mit dem gleichen Satz an und der hieß: Können Sie mir bitte helfen? Danach erzählte ich jedem: Ja, bei uns hat jemand abgesagt, die Hoteldirektorin kam, können Sie uns helfen? Wir können die Gehälter nicht bezahlen. Ich erzählte einfach jedem diese Geschichte, aber ich fing immer an mit dem Satz: Können Sie mir bitte helfen? Und es passierte erstmal nichts. Aber am nächsten Tag kam die Hoteldirektorin zu mir und sagte, sie kam mit einer Pralinenschachtel zu mir und sagte: Danke, dass Sie den Oktober gerettet haben. Das hat vor Ihnen wirklich noch keiner geschafft. Wollt ihr wissen, was passiert ist? Eine der Firmen, es war die Eventmanagerin von Bombardier, sie rief nach dem Telefonat in einem anderen Hotel an, im Crown Plaza in Köln, hat dort eine 14-tägige Konferenz storniert und im Crown Plaza Berlin platziert. Und das war gar nicht meine Absicht, aber das ist die Wirkung von dem einzigen Wort: Hilfe. Helfen, können Sie mir helfen? Dieses Wort ist ein psychologischer Effekt, dem können sich Menschen nicht widersetzen. Wenn du das mehrmals benutzt, wenn du das in deiner Sprache mit hineinpackst und benutzt, werden Menschen alles für dich tun, um dir zu helfen. Sie werden für dich einstehen, sie werden dich weiterempfehlen, sie werden an dich denken. Wenn du ihnen auch die Geschichte dazu erzählst, weil sie dann ein gutes Gefühl haben, weil sie dir helfen. Es ging also nicht nur um die Buchung dieser Tagung, sondern diese Eventmanagerin hatte ein gutes Gefühl dabei, mir zu helfen. Und dies ist nur ein psychologischer Effekt von über 35 verkaufspsychologischen Effekten, die die Teilnehmer in meinen Online-Trainings lernen. Es gibt auch noch einen anderen, wollt ihr den auch gleich noch wissen? Und zwar können sich Menschen genauso wenig widersetzen, wenn du über Gemeinsamkeiten sprichst. Aber auch das musst du lernen, dass du Gemeinsamkeiten wirklich ansprichst. Wenn ich zum Beispiel in meinen Webinaren viel darüber erzähle, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin, was habe ich dann als nächstes für lauter Anmeldungen? Lauter alleinerziehende Mütter.
Und die sagen alle am Telefon: Anne, als du das gesagt hast, habe ich so eine Verbindung gefühlt. Ich bin das auch, ich kenne das auch. Wenn ich weniger alleinerziehende Mütter in den Kursen haben will, dann erzähle ich viel vom Oktoberfest, von meinen Firmen, von Siemens, von Daimler Chrysler, von BMW. Und dann habe ich lauter solche Menschen in meinen Firmen sitzen. Du hast das Steuer in der Hand. Du steuerst über das, was du die ganze Zeit erzählst, was sich von dir angezogen fühlt. Und das ist der erste Schlüssel, ihr Lieben. Das ist reine Psychologie, Verkaufspsychologie. Dafür musst du nicht studieren. Du musst es nur wissen und anwenden. Du musst es was? Anwenden. Wirklich wissen und immer wieder nutzen und anwenden. Du wirst immer besser. Ich schaue manchmal Menschen auf Zoom, da steht ein IKEA-Schrank dahinter. Und dann sage ich, wow, den gleichen IKEA-Schrank habe ich auch. Da haben wir was gemeinsam. Also du musst nur lernen, dieses Wort gemeinsam, wie das Wort Hilfe, immer wieder einzubauen. Sonst weiß der andere ja nicht, dass du den gleichen IKEA-Schrank hast wie dein Interessent. Und diese Frau ist auch Kundin bei mir geworden. Vielleicht nicht nur wegen dem gleichen IKEA-Schrank, aber es hat eine Verbindung. Versteht ihr, was ich meine? Das sind einfachste Dinge, die einfachsten Dinge, die größte Wirkung haben. Das ist so einfach. Ihr müsst es nur wissen und anwenden. Und dieses Wissen und Anwenden ist so eine Sache. Wir sind, also die Teilnehmer in meinen Trainings, die diese psychologischen Effekte zum Beispiel kennen, wissen und anwenden, die sind oft nicht so motiviert. Kennt ihr das auch? Dass manche Menschen etwas anfangen wollen. Sie wollen groß hinaus, sie haben große Pläne, große Ziele. Doch es fehlt irgendwie an Motivation. Es fehlt dieser Funke, dass diese Starter, diese Durchstarter wirklich durchziehen bis zum Erfolg. Und mir tat es in der Seele weh, meine ganzen Kursteilnehmer zu sehen, die mit einer Riesenfreude in dieses Training kommen und einfach nicht so motiviert waren, dass sie bis zum Ende durchgehalten haben. Und so analysierte ich wieder weitere Dinge, um diesen einen Schlüssel zu finden, dass Menschen wirklich motiviert dranbleiben. Und dazu möchte ich euch noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Es war 2008. Ich war in einem anderen Hotel angestellt, im Hotel Victory an der weltgrößten Therme Erding. Ich liebe Wellness. Ich liebe dieses Hotel. Das war für mich das schönste Hotel, der schönste Arbeitsplatz. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich ging da rein, ich sah Wasser, ich sah Palmen, ich sah Urlauber. Der Latte Macchiato hat geschmeckt. Es war alles perfekt. Es war was? Perfekt. Aber leider gab es ein Riesenproblem. Ich war im Wellness-Hotel zuständig für Firmenkunden. Doch Firmenkunden, Geschäftsleute, Geschäftsreisende übernachten nicht im Wellness-Hotel. Die haben das Budget dafür nicht. Die haben keine Compliance-Richtlinien. Das heißt, die dürfen da gar nicht übernachten. Doch meine Chefin hat mich dafür eingestellt, dass ich Verträge mache, Jahresverträge mit Firmenkunden. Ich nahm die Herausforderung an. Und stellt euch vor, was die ersten am Telefon sagten, als ich meine ersten Telefonate machte, um das Hotel vorzustellen und zu Terminen einzuladen, zur Baustellenführung. Das war richtig spannend, das war Abenteuer pur. Soll ich euch sagen, was sie mir fast alle am Telefon erwiderten? Sie sagten: Frau Holm, was sollen wir in Erding, wenn wir Geschäfte in München haben, dann buchen wir doch ein Hotel direkt in München. Und wenn wir am Flughafen München auf der Durchreise sind, schicken wir unsere Mitarbeiter in ein Hotel direkt am Flughafen in München. Aber doch nicht zu Ihnen nach Erding, mitten in der Pampa, eine C-Destination. Von da an wusste ich, dass das eine C-Destination war. Eine C-Destination, wo man noch von der S-Bahn übers Feld laufen muss, um zu Ihrem Hotel zu kommen. Wirklich, diese Aussagen musste ich mir anhören, bis hin zu,
Was sollen unsere Geschäftsreisenden da? Sie lenken sie nur ab. Diese Wellnessurlauber im Bademantel, Kinder, Männer und Frauen, dann sitzen die abends an der Bar. Das wollen wir nicht. Die sollen doch nur bei uns in die Firma kommen, arbeiten, in einem Hotel schlafen, frühstücken und wieder arbeiten. Ich probierte weiter. Ich rief immer an die Nächsten und die Nächsten. Irgendwann musste es ja so sein. Das erste Mitarbeitergespräch stand an. Meine Chefin schaute sich die Zahlen an. Wir schauten uns beide die Zahlen an. Die sahen sehr schlecht aus. Doch sie sagte einen wichtigen Satz. Und das ist der zweite Schlüssel für euch heute. Sie sagte, mit einer Ruhe und einem irgendwie Vertrauen, Anne, wir haben dich ausgesucht. Wir wissen, dass du das schaffst. Wir glauben an dich. Sie konnte mir nicht sagen, was ich machen soll, wie ich an diese Geschäftsreisenden kommen soll. Doch sie hatte damit, mit diesem Glauben in mir, diese Motivation entfacht, dieses Feuer, dass ich an mich glaubte, dass ich einfach dran blieb, obwohl alles aussichtslos schien. Und ich dachte an die 7-Kontakt-Regel. Wer von euch kennt das? Angeblich braucht es ja 7 Kontakte, bis eine Firma dir überhaupt zuhört und du überhaupt ins Gespräch kommst. Die meisten Verkäufer hören ja leider schon nach dem 2. und 3. Versuch auf. Meine 7-Kontakt-Regel wurde eine 50-Kontakt-Regel. Ich rief immer wieder an, ich schenkte dem Pförtner Schokolade, Blumen, ich schickte Wandkalender, Adventskalender, Jahreskalender zu meinen 10 besten Firmen, die ich wollte. Das war BMW, Allianz Versicherung, Audi, Siemens, Coca-Cola, so lauter tolle Firmen. Tesla war auch dabei. Und soll ich euch was sagen? Am Ende haben sie alle gebucht. Sie haben alle die Jahresverträge unterschrieben. Das heißt, danach durften die Geschäftsreisenden mit einem verhandelten Preis für Übernachtung, mit Frühstück, mit Tagungen in diesem Wellnesshotel übernachten. Die freuten sich alle wie kleine Kinder, dass sie in ihrer Arbeitszeit in einem Wellnesshotel eine Tagung machen konnten. Sie machten dann meistens fast nur bis 16 Uhr ihre Tagung und gingen danach tatsächlich in die Sauna. Stand aber nicht im Vertrag. Auf jeden Fall möchte ich euch damit sagen, egal wie die Bedingungen sind, egal was die Menschen dir am Telefon sagen oder was du zurückbekommst, bleib einfach dran. Doch gerade dieses Dranbleiben ist ein Riesenproblem. Das erlebe auch ich in den Trainings immer wieder. Denn für dieses Dranbleiben brauchst du nicht nur Glauben an dich oder dass jemand dir mal sagt, hey, ich glaube an dich, sondern für dieses Dranbleiben habe ich eine wichtige Sache entdeckt in den ganzen Trainings, die ich hatte. Eine Sache, wenn ihr nur die heute behaltet und mitnehmt, es ist vor allem eine Sache, die ihr nicht machen müsst, sondern die ihr lassen müsst, die ihr ab heute bitte nicht mehr macht. Und jetzt kommt's. Menschen haben Angst vor Menschen. Ich habe das in meinen Trainings herausgefunden, die Hauptangst, dass Menschen nichts verkaufen, ist diese Scheißangst vor dem Menschen, die Angst zu versagen, die Angst ausgelacht zu werden, die Angst sich zu zeigen. Der Mensch ist das einzigste Lebewesen auf diesem Planeten, der es geschafft hat, vor sich selbst Angst zu haben. Und der Mensch geht sogar noch so weit, dass er sich dafür auch noch Zeit nimmt, sich Ängste in die Zukunft auszumalen, sich Sorgen zu machen, nach vorne zu denken, zu zerdenken, vorauszudenken, was alles Schlimmes passieren könnte. Und damit wird niemand erfolgreich, denn damit fütterst du dein Unterbewusstsein. Das, was heute der 3. Speaker mit dem roten Luftballon euch erklärt hat, der Andreas, das sitzt ganz tief im Unterbewusstsein. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in den Trainings mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, speziell für diese Verkaufsängste, für diese scheiß Verkaufsblockaden, die uns daran hindern, in die Freiheit zu gehen, die uns daran hindern, uns zu zeigen, zu sprechen, tolle Videos zu machen, Spaß zu haben.
Und was brauchst du dafür, dass du auch Spaß hast und rausgehst? Die Lösung ist ein Gefühl. Du brauchst ein Gefühl. Und ich möchte euch das Gefühl verraten, was ich immer meinen Interessenten gebe. Wollt ihr das wissen? Wenn ich mit Menschen spreche, gebe ich ihm immer das Gefühl, du bist die Königin oder du bist der König. Aber unter meiner Führung, ich führe das Gespräch, ich führe durch Fragen. Du brauchst die richtigen Fragen. Und aus meiner 20-jährigen Vertriebsarbeit habe ich diese Essenz in 7 Formeln gepackt. 7 Verkaufsformeln. Es braucht nur 7 Formeln, um überall zu verkaufen. Mit 7 Formeln bekommst du in jedem Gespräch, auch hier auf dem OMGO, immer einen Kunden oder einen Weiterempfehler. Denn mit jedem Menschen, mit dem du sprichst, kannst du dein Business vorstellen und er kann dich weiterempfehlen, wenn er sich bei dir wohlfühlt. Mit diesen Formeln arbeiten alle meine Kunden, wie auch Gabriele, Charlotte, Birgit. Und diese Formeln möchte ich euch heute schenken. Es sind 7 Formeln, die ihr über mein Instagram-Profil bekommt, die ihr bei mir am Stand bekommt. Und ich möchte euch auch kostenfrei einladen, denn ich kann ja viel erzählen, dass ihr euch davon überzeugt, eine Woche kostenfrei im Verkaufstraining teilzunehmen ab 19. September. Und da üben und trainieren wir eine ganze Woche die Weiterempfehlungsformel. Denn nur mit dieser einen Formel kannst du bereits finanziell frei werden. Du musst dies nur kennen, wissen und anwenden. Und das trainieren wir im Verkaufstraining. 7 Formeln, die dich finanziell frei machen können. 7 Formeln, die schon Hunderte von Teilnehmern in die Freiheit gebracht haben. Die Gabriele zum Beispiel, die Zug fährt und auf ihren Zugfahrten an diese Formel denkt, darüber spricht, die Fragen gezielt so stellt, demjenigen das Gefühl gibt, du bist König, aber unter meiner Führung. Und dann hat sie auf der Zugfahrt einen Kunden. Es ist so einfach, Leute. Ihr müsst es nur wissen und anwenden. Und dazu möchte ich euch einladen, über meinen Instagram-Account Anne-Christin Holm oder bei mir am Stand, dass ich euch diese Formeln geben kann. Nur 7 Formeln und du bist finanziell frei. Und das ist die Basis für jeden Verkauf. Es ist die Basis, wieder menschlich zu sein. Es sind einfache Dinge wie begrüßen, bedanken, bewundern, was wir oft im Business vergessen. Es sind einfache Dinge wie um Hilfe bitten oder die Gemeinsamkeiten ansprechen, was wir im Business vergessen. Es ist die menschliche Basis und dies wird dir helfen, dass du immer Kunden hast. Stell dir mal vor, du hättest diesen Verkaufsdruck nicht mehr. Du hättest immer, jede Woche, jeden Monat deine Kunden. Wenn das eine Hilfe für dich ist, freue ich mich über ein Gespräch mit dir, über Austausch am Stand oder über Instagram. Ich sage danke fürs Zuhören. Applaus für euch. Applaus